Wildes Treiben an den Bahngleisen und in den Zügen der Münchner U-Bahn. Was ist hier los? Tischtennistische am Gleis und in den Zügen verwirrte Passanten. Ungewöhnlich. Wir sind zufällig reingeraten. Wir sind total überrascht, was jetzt hier passiert. Aber tatsächlich genauso geschehen. Und unser TAF-Online-Reporter Sven Gold mittendrin. Also ich fahre ja oft und regelmäßig mit der U-Bahn, aber heute darf ich mich sogar sportlich dabei betätigen. Ich bin gespannt, los geht's. Wir haben den Reporter für ein Turnier der etwas anderen Art angemeldet. Und so darf er mitten in einem Zug der Münchner U-Bahn den Schläger schwingen. Hier veranstaltet heute der Bayerische Tischtennisverband das Kickoff-Event Table Tennis Meets Tube. Ich habe eine Wildcard bekommen und bin gespannt, wie weit ich komme. Trotz des Erfolgs von Weltklasse-Spielern wie Timo Boll fehlt es dem Tischtennissport in Deutschland an Nachwuchs. So versucht der Bayerische Tischtennisverband mit dieser skurrilen Aktion für den Sport zu werben. Die Besten des U-Bahn-Turniers qualifizieren sich außerdem für ein Spiel auf der Zugspitze. Aber bis es soweit ist, müssen sie erstmal die Vorrunden überstehen. In der fahrenden U-Bahn. Und obendrein auf Mini-Tischtennistischen, die gerade einmal 84 auf 53 cm messen. Dafür treten je 4 Spieler gruppenweise nach dem Motto, jeder gegen jeden an. Dann wackelt die U-Bahn hier. Da muss man so viel ausgleichen und fällt eigentlich schon fast immer hin, wenn man schlägt. Es ist richtig schwer. Also ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber ich gebe mein Bestes. Bis auf einige Wildcard-Gewinner wie Sven sind die 64 Teilnehmer alle im Bayerischen Tischtennisverband. Schlechte Voraussetzungen für unseren Reporter. Ah, fuck. Einfach verloren. Aber es geht weiter. Nächstes Spiel kommt und ich bin immer noch heiß, dass ich hier bin. Obwohl Sven sogar ein Spiel für sich entscheidet, endet das Turnier in der Vorrunde für ihn. Am liebsten würde ich gleich weitermachen. Aber ich bin da raus. Von daher ist es vorbei. Neben ein paar Stops mit Showkämpfen wird insgesamt 4 Stunden lang um die begehrten Plätze für das Turnier im Sommer gekämpft. Mit so kleinen Tischen. Okay. Respekt. Und den ersten Platz holt sich die 7-fache Europameisterin Christina Todt mit links. TAF Online-Reporter Sven Gold ist ein guter Verlierer. Ich muss sagen, war ein tolles Event. Für den Pokal hat es nicht gereicht. Aber der ist eh Silber und ich bin Gold. Von daher hat er was. Und am Ende zählt ja sowieso dabei sein und Spaß haben.